Hallo, schönen guten Abend. Hier Matthias Vorbau von Maulwerk Clip. Heute ist auf der Bölsche einiges los. Wir erwarten einen hohen Besuch. Frau Agnes-Marie Strack-Zimmermann wird Friedrichshagen beehren. Einige Leute haben sich eingefunden. Polizei ist vor Ort. Wir versuchen, die Stimmung aufzunehmen. Schönen guten Tag. Warum sind Sie hier? Guten Tag. Ich bin hier, weil hier eine Kriegstreiberin heute Abend anwesend sein wird, voraussichtlich, denn die Polizei hat mir gerade gesagt, sie kommt eine Stunde später, vielleicht kommt sie auch zwei Stunden später. Also es geht mir hier darum, gegen diese Kriegstreiberin, Frau Strack-Zimmermann, aufzutreten. Ich finde das nicht gut, dass sie hier auftritt. Ganz einfach. Geht's? Also was mich ja am meisten erschreckt, ist die Tatsache, dass man ja Deutschland immer wieder als den Kriegsführer Ersten und Zweiten Weltkrieg verurteilt hat, zu Recht, mit diesen schlimmen Folgen vom Holocaust. Und heute sind wir an dem Punkt, wo Deutschland Waffen besorgt ohne Ende, um in einen Krieg einzusteigen. Das erschüttert mich dermaßen. Wo bleiben wirklich die großen diplomatischen Verhandlungen, dass man sagt, so geht das nicht? Das kann so nicht sein. Ich finde es von der Grundsatzentscheidung her richtig, dass man einem angegriffenen Staat zur Seite steht. Was ich vermisse und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Historie Deutschlands, dass wir nicht mit gleicher Anstrengung alle Kanäle nutzen und auch einen gewissen Druck entsprechend entfalten, um Friedensverhandlungen zu führen. In der Politik hörst du nur noch reden über Waffenlieferung, keine Friedensinitiativen mehr, gar nichts. Gibt es nicht mehr. Aber sind Sie vielleicht ein Fan von Olaf Scholz, weil der will ja kein Taurus liefern? Ja, Olaf Scholz hat ja schon Leopard und Marder und also liefert. Aber beim Taurus sagt er nein. Wie bitte? Beim Taurus sagt er nein. Ich sage bei allen nein. Also ich mag Kriegstreiber nicht und ich finde es wichtig, sich hinzustellen und für den Frieden dazustehen. Wir haben einfach die Pflicht nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, dass wir sagen, Verteidigung ja, aber Krieg nimmer, niemals mehr von Deutschland aus und mit Deutschland. Das heißt, wir sind zu sehr Kriegspartei inzwischen geworden, auch im öffentlichen Bewusstsein, und zu wenig Friedenspartei. Und das beunruhigt mich. Und deswegen bin ich heute hergekommen, um einfach mal zu sehen, wie viele Menschen haben überhaupt hier in diesem Land noch Interesse an Frieden. Denn wenn man überlegt, dass es ja gelingt, bei bestimmten Parolen 30, 40, 100.000 Menschen auf die Straße zu bringen, dann müsste man für den Frieden, für den Wunsch nach Frieden und nach Verhandlungen eigentlich 200, 300, 400.000 auf die Straße bringen. Wenn ich höre, dass ein Minister oder ein Beauftragter sagt, wir müssen kriegsfähig werden, ich hätte jetzt gesagt, wir müssen verteidigungsfähig werden. Es geht ja um Verteidigung. Und diese Worte in der Politik zu hören, kann einen eigentlich nur erschrecken. Ich finde es ganz toll, dass sich jetzt ja endlich auch Leute trauen, ihr Gesicht zu zeigen und auch bei vielleicht widersprüchlichen Themen auch wirklich mal auf die Straße zu gehen. Halt, ja. Das habe ich bei Corona sehr, sehr vermisst. Ja. Genau. Ja, diese Frau, die ist ja so widersprüchlich, dadurch, dass sie wirklich derart stark verstrickt ist mit dieser Waffenlobby und so eindeutig, dass es da einfach nur um Kohle geht und diese Kriegstreiberei da so vorangetrieben wird. Also das finde ich schlimm, aber wie gesagt, ich bin total echt berührt jetzt, dass hier wirklich so viele Leute hier sind und wirklich Gesicht zeigen. Bin ich stolz auf uns Friedrichshagen, auf jeden Fall, auf alle, die dazu gekommen sind. Sag mir, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen?
sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Lieber René, danke, dass du schon hier bist.